Jetzt wirst du wahrscheinlich zum Sommer-Special keinen Wieset mitbringen können, weil die ungern Auto fahren, schätze ich. Aber vielleicht kannst du mal beschreiben, wie groß muss man sich die vorstellen, dass, wenn du es mit dem... Also ja, leider kommen die tatsächlich nicht so wie ein Hündchen, wie man das gerne hätte, angelaufen. Ich kann sie leider nicht mit nach Köln bringen, wenn ich das nächste Mal im Sommer hier sein werde. Aber man kann sie sich vorstellen, sehr groß, im Schnitt 1,88 Meter. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera so sieht. Mhm. Ich bin fast 1,79 Meter, ein Stück größer als ich, wäre ein Wiesentbulle. Ein Wiesentbulle wiegt eine Tonne, also 1000 Kilo. Wie ein Kleinwagen kann man sich das vorstellen, in der Masse, glaube ich, oder? Ein Kleinwagen wiegt ungefähr so viel. Ja, wahrscheinlich, kommt hin. Also vom Gewicht her so viel, aber nicht so breit wie ein Kleinwagen. Eine Wiesentkuh ist tatsächlich nur halb so schwer, also die wiegt so 400, 500 Kilo ungefähr. Mhm. Und über die könnte ich auch drüber gucken tatsächlich. Was machen Wiesente so den ganzen Tag? Viel, viel fressen wahrscheinlich, oder? Wiesente fressen sehr, sehr viel, ja. Wiesente können zwischen 30 bis 60 Kilo pro Tag fressen und sind Pflanzenfresser. Weil nicht viele Leute diese Tierart kennen, erzähle ich mal kurz ein bisschen dazu. Also Pflanzenfresser fressen aber nicht so, wie man das von Hauskühen kennt, ausschließlich Gras, sondern fressen tatsächlich, sind Äser. Also sind die rauesten Raufutterfresser, die wir eigentlich in Europa so haben. Also fressen auch rauer als der Hirsch oder der Elch. Rinde, Blätter, also Laub, Moose, Pilze, Wurzeln und abhängig von der Jahreszeit natürlich dann auch Waldfrüchte, Kastanien, Eicheln, Beeren, solche Sachen. Und versorgen sich selbst in der Region, wo sie bei dir unterwegs sind, oder? Ja, genau, die versorgen sich tatsächlich selbst, also die finden ausreichend zu fressen im Rothaargebirge im Sommer. Im Winter würden sie das auch tun, aber um sie da an einer Stelle zu haben und möglichst wenig Konflikte mit umliegenden Menschen zu provozieren, wie beim Rotwild auch, also beim Hirsch auch, werden die im Winter zugefüttert.